Das Rohmaterial kommt über die Schiffsverbindungen in den Hafen und wird dann transportiert in Produktionsstätten irgendwo im Land und wird umgearbeitet in ein Billigprodukt, wie zum Beispiel Fertigkakao. Und dieses Billigprodukt kaufe ich und nehme es als Künstler wieder zurück an den Ort, die Deichtorhallen, in Form einer ästhetischen, minimalistischen Umwandlung. Und das ist so dieser Kreislauf, der mich daran interessiert hat. Ich habe viel Zeit auch in Supermärkten verbracht und geguckt, welche Packungen sich eignen. Und da spielt natürlich auch bei so einer großen Menge der Preis eine Rolle. Und wir haben uns auf diese geeinigt. Und wenn man die jetzt sozusagen auf den Boden stellt, ich stelle mir das so vor, dass es ein bisschen wie ein Teppich aussehen wird. Wir haben im Vorfeld und auch für den Katalog mal ein virtuelles Modell gebaut. Wir waren ja auch zu Besuch, die Künstler waren zu Besuch eingeladen, um sich mal den Hafen anzuschauen. Und diese aufgebauten Container in großen Blocks und Reihungen, die haben mich dann letztendlich später wirklich auch auf die Idee, also die haben diesen Zusammenhang zu dieser Milch- bzw. Kakaoarbeit hergestellt. Also was mich bei der Arbeit auch sehr fasziniert, genau wie bei anderen Arbeiten auch aus meinem eigenen Werk, ist das Innere, dass man zum Beispiel die Milch, also den Kakao, mitdenkt. Also es entsteht ja ein flacher See, ein flacher rechteckiger See aus Kakao, der in kleine Abschnitte aufgeteilt ist. Das sieht man zwar nicht, man sieht nur die Packung, aber dieser See ist ja dort und das finde ich eigentlich sehr schön. Als Student oder noch bevor ich mein Studium angefangen habe, schon auch mit Lebensmitteln so collagenartige Skulpturen gemacht. Ich habe zum Beispiel sehr gerne mit kleinen Zuckerstückchen gearbeitet, die ich mit Pattex zusammengeklebt habe. Während der 90er Jahre habe ich allerdings mich auf eine Serie von Arbeiten konzentriert, den Polyesterarbeiten. Das sind so hochglanzpolierte, biomorph geformte Kunststoffskulpturen, die meistens sich von der Farbigkeit her im Brauntonbereich bewegten. Und so um das Jahr 2000 rum habe ich angefangen, eben auch über diese braune Farbigkeit kam das, mit Nutella als Bildhauermaterial zu arbeiten. Und dadurch kam dann so nach und nach, ich habe mein Repertoire seitdem irgendwie geöffnet und habe wieder wie am Anfang Mitte der 80er Jahre, als ich angefangen habe, Kunst zu machen, habe wieder mehr so experimentell gearbeitet und nicht so sehr fokussiert auf eine Werkserie, so wie in den 90er Jahren. Und dadurch kamen dann immer mehr Lebensmittel ins Spiel, so wie zum Beispiel auch Penatencreme oder andere merkwürdige Materialien, die man normalerweise für Bildhauerei eher ungewöhnlich, also nicht verwenden würde.